Fabi, bist du startklar? Der gleiche Anfang wie immer. Ich bin startklar. Kommst du rum? Fertig, wenn Sie es sind. Fertig. So. Ja, es ist schon nach 18 Uhr. Wir haben uns einfach mal ein Bier aufgemacht. Bierchen? Cheers. Ja, heute mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Man weiß ja nicht, in dieser Jahreszeit sind Leute auch mal schnell erkältet. Ja. Oder sie sind Influencer. Das soll ansteckend sein. Klopf besser nur auf deinen eigenen Schenkel. wir präsentieren jetzt nicht dieses Neumarkt, Dinkel, leckere Getränk. Wir trinken hier keines dieser Fernsehbiere, da stehe ich definitiv dazu. Weil alles, was im Fernsehen Werbung macht oder auf Plakatwänden oder auf Stadionbanden, ist eigentlich Pisse. Saufe ich nicht, ganz ehrlich. Ja, also kann man so sagen. Mein Stammgetränk kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, betreibt keine Werbung. Ja, genau. Ja, dann schmeckt das. Auch bei Bier sind wir nämlich total Indie, finde ich. Ja. Und nicht Major. Nein. Ja, finde ich gut. Ja. Dennoch. Jetzt kommt die Überleitung. Ich versuche gerade den Bogen zu spannen. Die Zahnrädchen, ich sehe sie von der Seite her. Du hast ja diese Glasplatte an der Seite. Kann ich jetzt nicht in der Kamera nicht zeigen. Ja, vor allem diese Härchen müssen immer weniger werden. ja, aber den Bogen zu Indie Major fast schon, weil das, ich kann man sagen, das größte, zumindest Punk-Fanzine. Ich mag das nicht, solche Superlative, nee. Ist eigentlich auch scheißegal, ne? Ja, das ist so, hat sowas von Schwanzvergleich oder so. Panne irgendwie. Es ist das, kopieren wir bei einem anderen. Also für mich ist es das tollste, das großartigste aus Solingen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, muss man einfach so sagen. Wie dem auch sei, ein neues Heft. Auch wenn man es auf den ersten Blick nicht glaubt, es sind schon wieder Pesco. Ja, genau. Also, wer immer denkt, jetzt ist ein Déjà-vu. Ja, ihr habt das schon mal gesehen, allerdings nicht das Cover, aber die Band, auf diesem Cover. Aber man kann sie auch nie oft genug sehen. War das ein deutscher Satz? Nein, war es nicht. Man kann sie nie oft genug sehen. Das ist der Protest gegen deutsche Sprache und Deutschland. nie genug oft gesehen, genau. Ja, toll, jetzt hast du mich influenced, angesteckt mit deiner Sprachkotze. Ganz kurz. Sprachkotze. Schönes Wort, oder? Ja, hast du gerade erfunden? Ja. Wow. ganz kurzer Werbeblock. Am 9. März kann man sie nämlich sehen. Wenn man ein Ticket hätte. Wie nennt sie das Konjunktiv? Man könnte die Band sehen, wenn man ein Ticket hätte. Ja. Aber die haben nur wir beiden, glaube ich. Haha! wir stehen auf der Gästeliste. Ja, stimmt. Also ich zumindest. Ich auch, oder? Dass die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es immer so schön. Mal schauen, was dieser Abend noch bringt. Denn, um das aufzulösen, da feiert eben dieses Magazin mit dem Herrn, der dieses Magazin seit dann ziemlich genau 30 Jahren veröffentlicht, Geburtstag im Essener Turok. Genau. Es spielen Pesco, Kontrolle, Kampfsport und Love A. Ja. Ich bin vergessen? Nee. Nee. Passt, ja. Kein Singer-Songwriter vorab. Obwohl, Fabi, so eine Gitarre, die umhängen und dann so ein bisschen so lala klampfen. Ich könnte nur Iggy Pop's Passenger. Tatsächlich, da wird es dann aufhören. Aber du kannst so Lagerfeuer-Gitarre, kannst du klampfen oder was? Nicht mehr. Damals in der Jugend am Lagerfeuer. Hast du bei der katholischen Pfarrerjugend hast du es gelernt oder was? Ich bin stolz darauf, weder Pfadfinder noch Messdiener gewesen zu sein. Ich war bescheuert damals, aber ganz so schlimm dann doch nicht. Nee, war ich auch nicht. Messdiener war ich nicht. Ministrant hieß das da. Was ist das denn? Ja, Katholen. Die haben da dann... bei den Katholen ist das halt anders. Und da... Aber ich fand das schon mit 8 oder so. Ich glaube, ich habe mir meine Ablehnung, meinen Abscheu angesehen und wurde nie gefragt. Von daher ging dieser Kelch an mir vorüber. Kein Messwein für dich. Nee. ja, zurück zum Heft. Ja. Würde ich sagen. Also, was haben wir zu bieten, wenn wir mit Ihnen über den Punk-Gott reden wollen? Oh, ich dachte, du wolltest keine, du magst keine Superlative. Hier sind die Seuche Jehova, die steht irgendwie in Solingen-Olix, stehen die relativ penetrant rum, sogar im Bahnhof. Mhm. Ich war schon kurz davor, mal bei dieser Bahnhotline anzurufen und zu fragen, ob die eigentlich so eine Nutzungsgenehmigung für das Innere des Bahnhofsgebäudes haben. Ich glaube, so draußen dürfen die rumstehen, da darf man nicht viel sagen, aber die stehen bei der Kälte natürlich drin. Also
es würde mir unglaublichen Spaß machen, die künftig so in der, im Regen und in der Kälte stehen zu sehen. Da kommt ich der glaube, Spießer wieder voll raus. Nee, einfach nein. Ich glaube, wenn Menschen so total religiös sind, gehört auch Leiden dazu. Weißt du, so neunschwänzige Katzen und it's hailing cats and dogs. Regen und Heuschrecken, Flammen, Gewitter, Blitze und dann steht die Seuche Jehova da draußen mit ihren Heftchen. Die haben ja mittlerweile sogar Tablets. Echt? Mhm. Und dann machen die immer so eine Präse irgendwie, mal so eben, ich habe ihnen eine Präsentation vorbereitet, sehen sie her, hier so Gott und dort hier unten Hölle. Da ja, ich glaube, die haben bestimmt so eine PowerPoint-Präsentation oder so. Ich hatte allerdings noch nie die Muße dazu, mir das mal anzugucken. Okay. Ehe du dich umsiehst, bist du da in dem Verein Mitglied oder so und da habe ich dann jetzt nicht so Bock drauf. Ja, stimmt. Man, früher war das bei so Buchclub-Mitgliedschaften in der Fußgängerzone, aber wir sollten vielleicht auch mal über sowas mit dem Magazin. Sollten wir uns auch mal in die Fußgängerzone stellen. Abos verticken, hallo? Ja. Apropos Abos, du hast eine Mission. Ich habe eine Mission. Ich möchte mit Ihnen über Ox reden. Wir sind ein bisschen artig, diese Missionare aus Amerika, die gibt es ja auch noch. Das sind diese Mormonentypen, die irgendwie in jungen Jahren nach Deutschland geschickt werden, um Leute zuzulabern. Ganz schlimm, sind immer diese Typen, so immer zwei, so eine Anzüge, dann haben die so Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. So, so Schimp und Esel. Ja, ja, das sind die ja. Aus Salt Lake City, Utah. Und da gehört das zu deren quasi Wanderjahren dazu. Da müssen die dann nach Deutschland Leute belabern. Und das sind dann so... wir sind zwei Missionare und möchten mit ihnen über Gott reden. Das ist aber tatsächlich Buße, ne? Nach Deutschland zu fahren, um über Gott zu reden. Ja. Ja, aber zum Glück geraten die nicht so oft an mich, sonst. Na egal. Also, es gibt hier dieses, dieses Logo. 3000 für 30. Wir haben jetzt aktuell, da bin ich ganz offen, so um die 2400 Abos. Und wir hätten gerne, und da rede ich jetzt nicht im Plural des Majestatis, sondern so wir alle hier, hätten gerne 3000 Abos. Warum? Weil das ganze Heft so auf eine finanziell solidere Basis stellen will. Nicht, dass es jetzt hier irgendwie so knackt im Gebälk, aber ey, schwierige Zeiten, Print und bla bla bla, muss man alles nicht groß ausführen. Wir machen ja Crowdfunding schon seit 30 Jahren. Letztlich war das Abo von Anfang an so ein Mittel, mit dem man einfach wusste, also die treuen Fans bleiben einem gewogen. Sie haben das Heft im Abo und man kann damit einfach damit planen und eben die Fixkosten, die man so hat für die Leute und die Menschen, die irgendwas machen hier, um das zu bezahlen. Und je mehr Abos, desto besser, muss man einfach sagen, weil von den Heften, die am Kiosk verkauft werden, das ist der Punkt, das ist zwar cool und praktisch, aber daran ist halt nichts verdient. Also das kostet halt eher als das, was dann verdient ist. Woran wir was verdienen und womit wir am Kacken gehalten werden, das ist ein Abo. Und wenn wir jetzt mal von den 2400 auf 3000, deshalb so 3000 für 30, finde ich, klingt gut. Wenn wir da hinkommen, dann wäre irgendwie so der Arsch erstmal auf absehbare Zeit gerettet. Und deshalb so der... Flammender Appell, das hat auch wieder so was Biblisches. Ich wäre jetzt, weißt du, so ein Nick Cave-mäßiger Preacher in so einer Kirche, so Hintergrund, so Gewitter, Krähen, Holzhütte und dann würde ich stehen, und ihr sollt abonnieren dieses Heft, auf dass wir 3000 seien. Genau, und jetzt so ein schräger Krong, Gitarrenriff und hinten so Gewitterschlag und so ein Balken bricht runter, aber der Preacher entkommt ihm gerade nochmal. Also ich könnte gegen so ein Wellenblech treten und dabei The Passenger spielen. Also, um es abzuschließen, wer noch kein Abo hat und immer schon mal nachgedacht hat, macht's doch einfach. Tut nicht weh und ja, man verpflichtet sich was, aber Leute heiraten auch, verpflichten sie auch zu was. Also es gibt schlimmere Verpflichtungen, finde ich. Und heiraten ist noch teurer? Das ist teurer. Hier kostet es 33 Euro im Jahr. Und ja... Und es gibt sogar noch Geschenke dazu. Im Moment ist es die... Die Pasco-CD, die neue. Pasco-CD? Ja, ja. Jade. Mhm. Ja. Ein großer Vorteil ist auch, wenn man ein Abo hat, muss nämlich nicht zum Hauptbahnhof und gegebenenfalls Mormonen über den Weg laufen. Ja. Und man kann totales Cocooning betreiben. Sprich, so sich eingraben, nicht rausgehen. Ich musste gerade auch erst überlegen, was meint er? Cocooning, das ist so der neue Trend. So, weißt du, wenn du dir total schöne Möbel kaufst und dann es mit dem Liebsten und der Liebsten hier zu Hause bequem machst und gar nicht mehr raus willst, du hast ja alles. So
Katzen, Hund, Ochs, Sofa. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So ein perfektes Leben. Pizza bestellen. Ja, genau. Klingt verlockend. Ja, genau. Und dann könnte man, und dann fangen wir wieder an, dieses Heft lesen mit den coolen Interviews. Pasco, finde ich, sehr schönes Interview geworden, wo die beiden Pasco-Brüder, die ja gar nicht Pasco heißen, sondern Tomé, glaube ich. Hier, er und er sind Brüder. Und Otto. Was man gar nicht so sieht, wenn man sie jetzt eigentlich so sieht. Nee, das stimmt. Nee, auch so von der Körpergröße her. Sorry, Otto. aber absolut nette Typen auf jeden Fall. Ja. Genau. Und deshalb, super, klasse Platte, wie ich finde. Wenn jemand sagt, behaupte nicht, das ist die Platte des Jahres. Ich sage nie, dass es irgendwas ist, Platte des Jahres. Das ist so ein Superlativ-Ding, finde ich doof. Aber ziemlich gute Platte, gerade neu raus. Ihr habt ja jetzt selber schon auch gehört, die Leute, die Fan sind. Ich finde es geil. Freue mich drauf, die live zu sehen, die Sachen. Ich freue mich auf Love A. Der Mechenbier, den hatten wir neulich auch in unserem Podcast. Jetzt so Hashtag Podcast eingeblendet. Nee, von hier rum. Hashtag Podcast. Gibt ja den Ox Podcast, da war der Herr Mechenbier neulich mal zu Gast, da haben wir auch drüber gesprochen und Herr Mechenbier ist ja nicht nur Autor dieses Artikels über die Band Turbo Stadt hier im Heft, sondern auch der Sänger von Love A und ehemaliger Ox-Praktikant. Über all sowas haben wir gesprochen, das ist ja alles total so Vetternwirtschaft. So immer die Frage, wie kommt man eigentlich in dieses Heft? Ja, man muss mal Praktikant beim Ox gewesen sein, dann eine erfolgreiche Band gegründet haben und dann klappt das auch mit dem Interview. Also meine Band war nie erfolgreich. Das machst du auch nie im Interview drin. Naja. Genau. Ja. Kampfsporte spielen ja auch auf dem Ox Festival. Das ist die Band von Dennis, der das Fuse macht. Wenn wir jetzt einen Schwenk machen könnten, hier links ist der Schreibtisch, an dem Dennis sitzt. Immerhin dieses, das ist aber nicht mehr Dennis. Das aktuelle. Das ist nicht Dennis, aber das Fuse. Genau. Kampfschütteln und Kontrolle spielen und Kontrolle. Sind auf der Ox-CD zu hören. Die Ox-CD, die habe ich ja auch hier und auch hier. Ein sehr schönes Covermotiv übrigens. Das ist ja auch das Plakat zum Festival. Hat Fritte gemacht. Fritte hat vor ungefähr 30 Jahren das Ox-Logo auch entworfen. Und auf der CD sind Kontrolle. Die sind auch im Interview. Solinger Band, total geil. So genau mein Style. Ich sag mal so Wave-Punk irgendwie, total großartig. Album kommt demnächst und die spielen auch, muss ich einfach haben, so beste Band aus Solingen seit den Jet Bumpers. Und das ist eine Weile her. Und die Jet Bumpers waren super. Mhm. Die kenne ich nicht mehr. Echt? Vielleicht noch vor meiner Zeit, aber das Nachfolgeding vom Jens. Ja, das Dirt Shakes gab es danach auch mal. Nee, danach noch. Genau. Ja, genau. Die haben auch mal gespielt. Beim letzten Ox-Geburtstag, ist auch schon wieder 5 Jahre her. Fand ich ganz geil. Mhm. Ja. Im leider nicht mehr existierenden Getaway. Apropos noch vor meiner Zeit, ich blätter hier einfach mal bunt durch. Karl Nagel, auch so ein uralt Typ. Fantastisches Interview, ja. Er kommt aus Wuppertal, wohnt aber mittlerweile in Hamburg. Und der hat ja damals die Chaos-Tage erfunden, die in Hannover. Also erfunden, nein, er war der. Nein, also das wäre jetzt alles wahrscheinlich strafrechtlich irrelevant. Er war da irgendwie. Er hat darüber berichtet, glaube ich. Mehr darf man nicht sagen. Nein, ein total großartiges Interview hat der Herr N. Bert aus Wuppertal gemacht, dessen Identität nicht gelüftet werden darf in diesen Kreisen. Sagen wir so, er hat auch was mit einer recht beliebten deutschen Punkrockband zu tun. Cooler Typ und großartiges Interview, das er da gemacht hat. Ja, auch immer wieder, wenn du mal Sachen schreibst, sind die echt gut. Macht er nicht oft. Razzia haben wir drin. Um beim Deutschpunk zu bleiben. Hammerband, die ich wirklich schon seit vielen Jahren sehr gut finde. Und jetzt wieder. Neues Album, finde ich spitze. Briefs sind dabei, die auch wieder da sind. Auch wieder da. Ja. Buzzcocks, tragisch. Wolfram hat das wohl letzte Interview mit Pete Shelley gemacht. Eine Woche später ging dann diese Meldung durch die Medien, irgendwie Picelli gestorben, Herzinfarkt. Und das war dann so, scheiße irgendwie. Ja. Rogers, die haben wir hier mal so zum Vorglühen drin. Die sind dann auf dem Cover in der April-Ausgabe, Düsseldorfer Band, auch mit erstaunlich gutem Lauf.
die sind ja auch gefühlt ständig unterwegs. Und ja, wie du sagst, ne? Haben gerade so einen Run. Ne? Und genau, ja, so beenden wir Sätze. Ich finde es immer wieder verblüffend, dass man so aus dem Stand 148 Seiten voll bekommt für dieses Heft. Und ich finde es, ich habe jetzt hier im Impressum auch, nein, mein Editorial auch geschrieben. Ach, ich liebe das Ochsen, all die spannenden Texte und wie ich neulich zu Praktikantin Andi sagte, blöd, dass ich all die tollen Texte im Ochs schon kenne, ich würde das ja sonst lesen. Ja, es ist echt so, du liest halt, Korrektur liest alles, übersiehst natürlich immer noch ein paar kleine Fehler und dann kommt das Heft raus und denkst dir so, langweilig kenne ich. Schon durch. Ja, doof. Euch geht es zum Glück anders. Ihr habt das nämlich alles noch vor euch. Ich freue mich drauf. Ich habe es noch nicht gelesen. Nee, Fabi kam jetzt auch gerade erst direkt von seiner richtigen Arbeit im Bergwerk Zeche Dingenskirchen in Bottrop. Hat sich gerade nochmal geduscht und kam direkt hierher, um jetzt mit mir hier zu sitzen. Ein bisschen Ruß. So. Ja, ja. Ein bisschen Kohle noch. Bist ein bisschen schwarz in den Ohren. Ja. Ja. Heute Abend darfst du ein bisschen lesen. Und auf der Zugfahrt zurück zum Steiger. Ja, genau. Viel Spaß damit, Leute. Genau, ne? Und wir sehen uns am 9.3. ihr wisst, wie ich aussehe. Ich weiß aber nicht, wie die meisten von euch aussehen. Von daher sagt einfach Hallo und tut doch nicht so, als ob wir uns schon ewig kennen. Das hasse ich nämlich total. Und so, kennen wir uns so ratter. Nee, keine Ahnung, wer das nie, ist. Nie gesehen. Ach, ja, egal. So geht das halt diesen C-Promis, die, du weißt das so. Ja. Hey Fabi, hi. Na, kennst du mich noch? Ja, klar. Und wie heiße ich? Okay. Ja, ja, genau. Ja. Schlimmes Schicksal haben wir, oder? Okay. Ja. In diesem Sinne. Tschüss. Wir sehen uns. Ciao.